Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des wöchentlichen Podcasts Einfach Wirksam. Und wie schon zuvor angekündigt, darf ich heute die Top-Expertin vorstellen, wie sie ihre Expertise online bringen. Hallo Shalia. Hi, grüß dich. Danke für die Einladung, Katharina. Gerne. Ich darf bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Shalia Stevens-Würzig. Ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com, wo wir vor allem Experten und Teams beibringen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Großartig. Mein Motto, bei dem ich meine Klienten bereite, ist begleite und ihnen aufbereite, wie sie nur mehr mit Wunschklienten arbeiten. Wie hast du deine Wunschklienten gefunden? Also, wie ich auf dem Weg gekommen bin zu meinem Wunschkunde, war ein relativ holpriger Weg, wie es für die meisten auch so ist. Ich habe begonnen nach meiner Coaching- und Training-Ausbildung erstmal mit Executive Coaching und ich habe auch Kreativteams gecoacht und habe auch ein bisschen im Change-Management-Bereich gearbeitet. Und was ich gemerkt habe von Beginn an, ist, dass das überhaupt nicht meins ist. Und wusste aber nicht, wie das weitergeht. Und ich hatte in der Zeit, wo ich diese Personen begonnen habe zu coachen, auch gleichzeitig gestartet dadurch, mein Online-Business aufzubauen und habe mich ein bisschen nach USA orientiert und habe Webinare geguckt und habe über Online-Coaching erfahren. Und irgendwann mal hat es Knacks bei mir gemacht und ich habe gedacht, eigentlich ist das, was ich machen möchte, mich mit diesen Business-Strategien, mit diesen Online-Tools, mit diesen Strukturen vom Business und Online-Business und Marketing mich gerne auseinandersetzen und habe begonnen, mich in Richtung meiner Coaches, Trainer und Berater zu orientieren, die heute meine Hauptzielgruppe darstellt. Aber der Weg war etwas holprig und du wirst es sicherlich auch feststellen, bei den meisten, den Wunschkunden zu finden, ist nicht eine Sache, die ist an einem Tag fertig, sondern das ist ein fortwährender Prozess, oder? Ich stelle bei mir in den letzten Wochen sogar, dass ich noch präziser werden möchte. Genau. Ja, ich rate meinen Klienten immer, den Wunschkunden wirklich als Kunden aber da zu bauen, um ihn dann explizit ansprechen zu können. Absolut. Das ist ein total wichtiger Schritt und auf meiner Website sieht man auch, ich habe drei Avatare, die gerade momentan angesprochen werden und relativ ausführlich auch, damit es nicht nur für dich klar ist, sondern auch für diejenigen, die auf die Website kommen und erkennen müssen, bin ich hiermit überhaupt angesprochen mit den Themen und Angeboten von mir, von dir, von den anderen, je nachdem. So, dass eine Identifizierung stattfinden kann. Total wichtig, total wichtig. Also man muss sich quasi im Spiegel wiedersehen können, definitiv. Und wie legst du da deinen Fokus? Wie sprichst du dein Klientel an? Also mein Fokus zurzeit ist auf zwei Zielgruppen primär. Das eine sind Coaches und Berater und andere selbstständige Dienstleistende, Einzelunternehmer oder Kleinunternehmer, die immer genug Kunden haben wollen, die online affin sind, die ganz gerne über die neuen Medien auch mehr Menschen erreichen möchten mit ihrer Positionierung. Und das sind aber auch etablierte Coaches, Trainer und Berater, die lange Zeit schon ihr Geschäft auf die Beine gestellt haben, im One-to-One gearbeitet haben oder im Trainings, die nun online gehen möchten, um mehr Freiheit hinzubekommen, mehr Skalierbarkeit. Und wie spreche ich sie an? Also ich weiß, wer sie sind, ich kann sie genau beschreiben mit meinem Avatar, wie du sagst. Und ich bin den nächsten Schritt gegangen und habe für mich identifiziert, wo sind sie denn überhaupt schon vorgesammelt vorzufinden? Das heißt, auf welchen Offline-Events sind sie unterwegs? In welche Vereine und Organisationen befinden sie sich? Was suchen sie, wenn sie online suchen? In welchen Gruppen sind sie online versammelt? Und ich spreche sie an mit nährenden Inhalten, also mit Mehrwertinhalten wie Videos, wie Artikeln, aber auch wie Vorträgen. Ich gehe wirklich durchaus einmal im Monat mindestens irgendwo hin und halte eine Rede und spreche mit sie oder netzwerke mit denen. Sowohl on als auch offline. Ja,
Ja, Ja. du hast jetzt in deiner Antwort erwähnt, die Skalierbarkeit. Da Ja. dürfte ich dich bitten, dass du noch ein bisschen was für die Hörer und Zuschauer erklärst. Und dann hast du gesagt, weg vom 1:1-Business. Ich mache nämlich die Erfahrung, dass viele meiner Klienten noch gar nicht wissen, was überhaupt möglich ist und sich gar nicht vorstellen können, wie soll das funktionieren, vom 1:1-Business weg und eine Skalierbarkeit, ein Geschäftsmodell aufzubauen, das messbar ist. Ja, also für deine Zuhörer würde ich ganz klar sagen, das ist ein richtiger Prozess. Also zuallererst, wenn man in eine skalierbare Richtung gehen möchte, muss man erst sicherstellen, dass man einen Markt hat. Du kennst deine Zielgruppe, du weißt, wer diese Leute sind, du hast ein tiefes Verständnis über ihre Bedürfnisse in Bezug auf deine Expertenthema, du weißt, wo du diese finden kannst und du hast auch eine Botschaft und Themen, mit denen du die ansprechen kannst, dass eine Unterhaltung möglich ist und du hast etwas, was du verkaufen kannst. Dienstleistungen, Produkte, Programme. Viele Menschen oder Selbstständigen machen manchmal den Fehler, den Wunsch zu hegen, diese Skalierbarkeit zu machen, ohne dass ihre geschäftlichen Grundlagen, dieser Marktbotschaft und Resultat oder Produkt, was sie haben, noch nicht vorhanden ist. Also das muss zuerst vorhanden sein. Das Zweite ist, um Skalierbarkeit hinzubekommen, muss man eine gewisse Reichweite erschaffen haben. Man muss eine gewisse Menge an Kontakte haben. Vielleicht ist es eine E-Mail-Kontaktliste oder andersweitig eine Kontaktliste, wo man sagen kann, okay, ich habe ein riesiges Becken oder einen Pool an Kontakten, wo ich meine Angebote ausstrahlen kann und eine Gruppe kommt und bucht meinen Online-Kurs oder eine Gruppe kommt und kauft mein Online-Produkt. Viele versuchen, bevor sie überhaupt diese kritische Masse erreicht haben, auch schon online skalierbare Konzepte zu machen. Und das ist noch zu früh. Wenn du das noch nicht erreicht hast, wäre mein Rat, beginne erst nachdem du deine geschäftliche Grundlagen klar gemacht hast, dass du erst beginnst, im One-to-One zu arbeiten, dass du lernst, was brauchen meine Kunden von mir, was sind die Prozesse und Veränderungswege, die ich denen aufzeigen kann, und all das. Und währenddessen, dass du nebenbei deine Kontakte aufbaust, sodass die Skalierbarkeit möglich ist. Das möchte ich dazu sagen, weil ich finde, es schwirrt ganz viel ja, Info auf dem Markt, die einen ermutigen, skalierbar zu sein. Und die Leute versuchen das und scheitern. Ihr Selbstbewusstsein sinkt. Die steigen vielleicht sogar aus der Selbstständigkeit heraus, weil sie denken, es klappt nicht. Und dabei haben sie einfach in Schritt 3 begonnen, wo eins und zwei notwendig gewesen wäre. Das ist eine gute Metapher von Schritt 1 zu Schritt 3. Ja, Genau. weil es geht darum, sich zuerst zu überlegen, was will ich überhaupt und was kann ich gut und was ist für mich sinnvoll und vor allem soll Spaß machen, ja. Ja, Wie man definitiv. die mindestens 3 bis 5 Kernkompetenzen dafür verwenden kann, um sein Know-how weiterzugeben. Und dann mal im 1:1-Business, das ja durchaus auch online stattfinden kann, Absolut, mit den absolut. Kunden zu arbeiten und sich später, wenn man um die Bedürfnisse und die expliziten Probleme Bescheid weiß, da weiterzuhandeln und aufzubauen. Das ist so. Ja. Das ist so. Es ist meine persönliche Meinung. Es gibt andere, die durchaus eine andere Meinung haben und andere Empfehlungen auch aussprechen. Aber tatsächlich ist es auch so, als Selbstständiger muss man auch Geld verdienen. Und ja, das ist in der Phase 2 ein wichtiger Grundstein, dass man Privatkunden hat als Umsatzquelle auch. Und ja, nebenbei kann man dann ja, so größer denken und in die Richtung gehen. Ich habe Beraterinnen, die sind in der Supervision oder im Training tätig, ja, sind zwar selbstständig, also Kleinstunternehmer haben das Gewerbe, aber verdienen damit nicht genug, sodass sie oftmals in anderen projektspezifischen Anstellungsaufträgen oder anderen Freelance-Tätigkeiten schauen, dass sie ein Basiseinkommen schaffen. Und deren größter Wunsch ist aber, die Selbstständigkeit weiter auf- und auszubauen. Was kannst du ihnen raten, wenn sie noch am Anfang stehen? Das zerbricht mein Herz, wenn ich das höre, wenn du das sagst. Und ich merke das auch immer wieder, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die mehr auf diese Coaching-Tätigkeit oder die Supervisionstätigkeit aufbauen möchten. Und die machen ganz viele andere Dinge, die auch gut sind, aber wo sie da nicht ihre volle Leidenschaft haben dabei. Sie würden ganz mehr machen. Also, ich würde euch sagen, alle da draußen, es gibt Wege, wie man sein Geschäft
systematisiert, sodass man zu dem Punkt hinkommt, dass man weiß, dass man immer genug Kunden hat. Ja. Und dass man nicht in der Lage sein muss, diese anderen Sachen anzunehmen, wenn man nicht möchte. Diese Systeme kann man lernen. Ja, die sollte man lernen einfach. Ich finde es ganz wichtig, also zuerst mal so ein Konzept zu machen, wie man beginnt, ja, Ja. und sich dann auch um die eigene Expertise und Positionierung zu kümmern. Ja. Und wirklich sehr eng in den Markt zu gehen und sich zu entscheiden, dass man zum Beispiel nur als Beraterin oder Supervisorin für diese und jede Zielgruppe tätig sein möchte. Ja. Also weg von diesem, ich mache alles für jeden. Das ist, das braucht niemand. Das spricht an. Ja. Das ist richtig. Das ist genau richtig, was du sagst. Und andererseits ist es einfach schwierig für die meisten, weil man, es geht, das, du bist selber das Produkt und du bist ja nicht ein Roboter, sondern ein emotionales Wesen. Und du bist als Mensch, hast du Ängste und Sorgen. Und viele haben diese Ängste und Sorgen, wenn ich mich fokussiere stark, dass ich etwas weglassen muss, dass ich damit dadurch andere nicht erreiche, dass ich selber gelangweilt werde, also alle möglichen Sachen, die dann aufpoppen in dem Moment. Und sie haben weniger Vorbilder auf dem Markt von Leuten, die wirklich spitz unterwegs sind. Also viele von den Coach, Trainer, Berater, Kreatoren da draußen sind auf etliche Baustellen in etlicher verschiedenen Fokussierungen unterwegs. Und das sind ihre Vorbilder. Und ja, wir möchten denen sagen, oder dass das absolut geht, dich zu positionieren, aber es gibt Dinge, die du kennen musst, um das zu tun. Ja. Ja. Ja, ja, danke. Was hat dir da in deiner Startphase deiner Positionierung geholfen? Also, was hat mir meine Positionierung geholfen? Ja, genau. Also, ja, was hat mir geholfen? Also, mir hat geholfen, dass ich immer intuitiv mich besinnt habe auf die Themen, wo ich eine Leidenschaft gespürt habe, wo ich eine Inspiration hatte. Und ich habe über diese Sachen geredet in meinem E-Newsletter. Ich habe über diese Sachen geredet in meinem Blog. Ich habe mich da nicht versucht zu verstellen und auf die Marktbedürfnisse einzugehen, weil als ich begonnen habe mit diesen Online-Themen, da gab es quasi keinen Markt. Den musste ich mir erschaffen. Ich musste, Leute begeistern dafür, dass es diese Sachen gibt. Ich war quasi in einer Pionierphase unterwegs. Und ich denke, das finde ich jetzt ein guter Rat von Michael Neal. Er sagt, wenn du deine Berufung suchst, dein Purpose, deine Positionierung, dann brauchst du nicht weit zu gucken. Steh einfach jeden Tag auf und frag dich die Frage, was inspiriert mich heute? Ja. Und was ist das Leben, was ich heute leben möchte? Und nicht in diesem Metadrama kommen, ich muss meine Positionierung finden, sondern einfach spüren in dich hinein und dem folgen, was da kommt. Und das wird dann irgendwann mal von, nicht von alleine, aber es wird viel leichter kommen, als wenn du es versuchst zu zwängen und drängen. Mit Unterstützung geht es auf jeden Fall, auf die innere Stimme zu hören. Und da ist ja, das Potenzial ist ja bei jedem schon da. Das Potenzial ist auf jeden Fall von jedem da. Natürlich, was hilft, und daraus wirst du bestimmt ansprechen wollen, in dem Satz, den du gerade gesagt hast, manchmal brauchen wir bei der Positionierung einen Außenblick oder ganz häufig sogar. Genau. Das heißt, wenn du deiner Inspiration folgst und du zu dem Punkt kommst, wo du das immer noch nicht klar sehen kannst, dann hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe von einem Coach, von einem Mentor, von einem Kollegen, was auch immer. Und setz dich hin und besprich das mit dem oder mit ihr und besuche über diese Außenperspektive an mehr Klarheit zu kommen. Auch vor allem immer jemanden fragen, der in dieser Sache schon Erfahrung hat. Ja? Das ist natürlich ein sehr guter Rat, denn blind für blind ist ein bisschen schwierig. Die kollegiale Beratung ist ein guter erster Anfang, aber nicht immer der Endpunkt. Die hilft im Brainstorming, aber wenn es dann ans Umsetzen geht, gibt es andere Meilensteine. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Du bist ja auch als virtueller Coach unterwegs, ja, also sowohl beratend. Und wie managst du aber deine Aufgaben als Unternehmerin?
Damit meine ich jetzt Buchhaltung, Kennzahlen, Marketingaktivitäten. Ja. Ja, lagerst du aus, machst du selbst? Es braucht ja auch als Selbstständiger immer den Blick von außen, den man als Unternehmerin selbst haben muss, weil es gibt einen Unterschied zwischen selbstständig sein und unternehmerisch sich die Sache anzusehen. Ja, ich mache bei weitem alles selber nicht. Also das mache ich nicht. Ja, Also sehr erleichternd. ja, es Ja. wäre auch, das wäre auch gar nicht möglich. Also mein Business ist aktuell so aufgebaut, dass ich zwei ganze volle Tage der Woche Ja. Privat-Coaching-Klienten habe. Dann brauche ich Zeit während der Woche für die Planung von neuen Online-Programmen und auch für die Durchführung von dessen. Daher lagere ich alles aus, also Buchhaltung, Steuerberatung, Marketing zu einem Teil nur momentan, meine Social Media Streams, Planung über Hootsuite und solche Sachen werden ausgelagert. Mein Newsletter mache ich nach wie vor selber. Das liegt daran, ich habe das in der Vergangenheit ausgegliedert für Ghostwriting, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meine Stimme und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass bei diesem Stück, dass es voll und ganz meine Stimme ist. Dass es authentisch ist. Dass es Ja, authentisch ja. ist und dass jedes Mal man merken kann, ich stecke dahinter und es ist nicht irgendjemand, der für mich schreibt. Das gleiche gilt für meine Online-Artikel, die habe ich früher ausgelagert, aber ich habe damit aufgehört, weil das einfach für mich sich nicht richtig angefühlt hat. Und mein ursprünglicher Beweggrund dafür war einfach als nicht-deutsche Muttersprachler, dass ich einfach ein bisschen Hemmnisse hatte auch. Treffe ich die richtige Sprache überhaupt, wenn ich was schreibe? Und heute sage ich mir, es liegt ja nicht in der Perfektion, es geht gar nicht darum. Nein, es liegt an dir als Person. Ganz genau. Von Ja. daher, ja, also ich lagere ganz viel aus und ich werde in Zukunft immer weiter, immer mehr auslagern, was geht. Könntest du dir heute noch eine Tätigkeit ohne das neue digitale Unternehmertum vorstellen? Nein. Schön. Nein, weil ich arbeite für mein Leben gern von zu Hause aus. Das macht mir so Spaß. Ich habe so Freude an meinem Homeoffice hier in Deutschland und an meinem Homeoffice in der Schweiz. Ich bin so gerne, wenn ich möchte, unterwegs und kann von dort aus mein Geschäft weiterführen. Ich bin eine wahnsinnig freiheitsliebende Persönlichkeit. Das heißt, für mich ist meine Möglichkeit, online mein Geschäft auszurichten, extrem wichtig für meine innere Werte. Du kannst von überall aus arbeiten, wann und wo du möchtest. Ja, genau. Ja, genau. Genau, das ist wichtig. Ich habe zwar immer noch einige Tage im Monat, wo ich vor Ort wo bin, mich mit einem Privatkunden treffe, aber ja, nicht, das ist 10% meiner Arbeit. Und ich genieße diese Tage auch. Manchmal muss man auch raus in die Welt. Mit Menschen in Berührung kommen. Mit echten Ja, Menschen, die ja. man anfassen kann. Und daher mache ich auch dieses viele Networking und auch Speeches, aber auch weil ich das sehr, sehr wichtig finde für Selbstständige. Also das würde ich jedem raten. Egal, ob du dein Business zu 10% online ausführst oder zu 90% oder 100, bitte geh raus in die Welt. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, die erfolgreichsten Berater, Coaches, Trainer sind diejenigen, die sowohl offline wie auch online unterwegs sind. Das wäre ein Tipp. Zu Themenabenden, Vorträgen, Sprechertätigkeiten einfach auch wirklich in der Stadt lokal sich zeigen. Ja, da wo deine Ja, Zielgruppe sich befindet. ja. Und für mich ist es ein Vortrag in Wien, ein Vortrag in Frankfurt, eine Rede am Bodensee. Also ich grenze das durchaus nicht nur auf meine Stadt, weil mein Publikum ist auch ganz deutschsprachig. Ja. Also da wo dein Markt ist. Genau. Danke. Ja, im Bezug auf Gründung des digitalen Unternehmertums, sich selbst dazu entschließen, mehr online zu machen. Ja. In meinem Fall waren da meine Werte die obersten Prämissen Selbstbestimmung und Freiheit. Ja. Was sind deine Werte? Genau die gleichen. Genau die gleichen. Also ich denke, wenn die meisten, die online arbeiten, sind sehr, sehr freiheitsliebend Ja. und sie wollen auch ja, selbst bestimmen, wie sie ihr Tag angehen, wie sie ihre Woche angehen. Das sind sehr wichtige Grundpfeiler für meine Motivation. Der große Vorteil liegt auch in der stetigen Projektentwicklung, Inspiration. Man kann einfach was planen, das dann Schritt für Schritt umsetzen, neben dem Tätigkeit. Ja,
Ja, das kann man. Und das tue ich auch gerade. Also es fällt mir nicht immer leicht, weil ich gerade obwohl ich virtueller Coach bin, obwohl ich Online-Coachings durchführe, habe ich dadurch, dass mein Businessmodell momentan auf Online-Coaching, aber für Privatkunden aufgebaut ist, habe ich schon Notwendigkeit, dass ich wirklich Zeit danebenbei plane, um dieser neue Programme, die ich in Zukunft anbieten werde, das um diese zu gestalten. Und das kann man Schritt für Schritt machen, aber man muss die Zeit auch dafür planen. Absolut wichtig. Das sind wichtige Punkte, die To-Dos in Prioritäten einteilen und dann einfach Schritt für Schritt sich dafür Zeit nehmen. Das heißt ja nicht, dass man jeden Tag Stunden daran arbeiten muss, Nein. sondern zu selbst fix vorgegebenen Zeiten Genau. und immer wieder ein Stückchen in der Weiterentwicklung. Ja, absolut. Und das ist die Selbstbestimmung. Bei mir ist das zum Beispiel jede Woche am Montag geht es um Content-Kreation für die neuen Programme. Also das ist die Zeit, die ich mir dafür nehme. Nimmst du auch Selbstcoaching in Anspruch? Ja, jede Menge. Jede Menge. Also ich arbeite seit jetzt mittlerweile fast 1,5 Jahren mit einem Business Coach aus den USA. Ich hatte aber auch seit Beginn meiner Selbstständigkeit immer mit Co Business Coaches zusammengearbeitet, weil ich den Weg nicht alleine gehen wollte. Ich habe aber auch dieses Jahr zusätzliche Unterstützung von einem Ernährungscoach und ich habe gerade einen Coach, mit der ich zusammenarbeite, an mein neues Programm, weil ich habe für mich festgestellt, ich brauche jemanden, der mir gegenüber sitzt, der mir challenged, Feedback. Feedback um die Themen, die ich anbieten möchte. Was ist wirklich meins? Was macht mir Freude? Wie kann ich das Programm so ausrichten, dass ich da jeden Tag aufstehe und denke, boah, dass ich das kreiert habe, dass ich das anbieten darf? Und Schön. wenn du in deinem Tagesgeschäft am Arbeiten bist, ja, besteht die Gefahr, dass du einfach mal aus Pragmatismus irgendwas kreierst. Und ich arbeite mit ihr, dass sie mir diese Spiegel hinhält für die große Freude. Ist das das, was ich möchte? Ja, ich arbeite mit Coaches zusammen. Drei Schön. Stück sogar. Na, gerade im 1:1-Business, also nicht über die Online-Welt, so wie du jetzt gerade angesprochen hast, wird oft das Konzept aus pragmatischen Gründen entwickelt. Ich möchte auch fast sagen, es wird aus monetären Gründen entwickelt, weil der Anbieter oft glaubt, das und das könnte der Kunde brauchen. Aber in unserem Geschäftsmodell kann man bei sich anfangen. Was inspiriert mich? Was macht mir wirklich Spaß? Und daraus dann etwas entwickeln, das auch den Kunden in seinem Anliegen weiterbringt. Total wichtig. Und ich würde sagen, sogar immer dort anfangen bei der eigenen Inspiration. Und wenn man sich zwei Kreise vorstellt, der eine große Kreis ist das, was man selber inspirierend findet und worüber man tagelang sprechen könnte. Der andere große Kreis ist meine Wunschkundenzielgruppe und was sie interessant und relevant finden. Und die Überschneidung von diesen Die Themen, Überschneidung. da ist der süße Punkt, da wo diese zwei großen Kreise zusammenkommen. Und da an diesem Punkt lassen sich Geschäfte auch entwickeln. Genau, dort sind die Bedürfnisse und auch der Markt. Genau, das ist der Markt, das ist der berühmte Markt. Genau. Weil du davon sprichst, du entwickelst gerade ein neues Coaching-Programm. Möchtest du darüber schon was preisgeben oder ist das noch Top Secret? das ist nicht top secret, aber okay, wenn niemand mich daran hält, dass in Zukunft das exakt so sein muss. Also da, wo ich gerade dran arbeite, ist an Folgendes. Ich habe bei mir persönlich gelernt oder gemerkt, in den letzten 3 Jahren vor allem, habe ich das in meinem Geschäft geschaffen, Systeme so aufzubauen, dass ich immer genug Kunden habe. Also, und wenn ist es voraussehbar, ist es planbar und die meisten da draußen, mit denen ich zu tun habe, die Coaches, Trainer, Berater, die haben das nicht. Also sie haben mal einen guten Monat, mal einen schlechten oder gar nichts über mehrere Monate und ich kenne das so gut, weil ich war auch an dieser Stelle vor einigen Genau. Jahren. Keine finanzielle Sicherheit.
Es hängt alles vom nächsten Auftrag und der nächsten Buchung ab. Exakt. Und da ich persönlich auch mit Selbstzahler arbeite, hab ich dieses gemeistert für den Selbstzahlerbereich. Und mein neues Programm geht dahingehend, also wie kann ich mein Business und mein Marketing als Coach oder Berater vor allem so aufbauen und systematisieren, dass ich dieser Voraussehbarkeit habe gegenüber mein unplanbares Chaos, was vorher da war. Und wie man das so auch macht, dass das einem leicht fällt und Spaß macht. Und Genau, da kommt wieder die Leidenschaft. ja, genau, dass das leidenschaftsbasiert ist und dass man sich nicht übernimmt, weil das ist so wichtig, dass man das als Prozess sieht. Und ich denke, das ist eine meiner Stärken, den Leuten zu helfen, zu verstehen, wo bin ich gerade und was ist der nächste logische Schritt und was muss ich alles andere ausblenden in dem Moment auf dem Weg zu diesem systematisierten Business. Und es wird sich in die Richtung gehen, immer genug Kunden zu haben. Aber natürlich stark durch Online-Methoden und Tools, weil das einfach so mein Hintergrund ist. Daran arbeite ich auch extrem, dass man das ganze Unwesentliche ausblendet und dem Klienten sagt, jetzt ist das der nächste Schritt. Und wenn wir das nächste und auch das große Ziel wissen, dann gibt es ein paar kleine Zwischensteps, die aber wirklich einfach und leicht zu erledigen sind. Dieses Gefühl der Überforderung ist dann weg und auch das Ziel ist so greifbar. Absolut wichtig. Also die Fokussierung ist alles, ja. Gibt es dann Online-Story? Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden, weil wir einen Unterbruch hatten. Kannst du das wiederholen? Ja, ob es dein Online-Mastery-Programm noch gibt? Nein, mein Online-Mastery-Programm gibt es nicht mehr. Das wird durch das Neue ersetzt. Es wird durch das Neue ersetzt, genau. Und wie gesagt, es wird, ich denke, und das habe ich noch keinem in der Öffentlichkeit gesagt, deswegen hörst du heute das so fresh off the presses. Also ich bewege mich ein Stück weit weg von diesem rein virtuellen Thema hin zu diesem gemischtes Thema. Und weil ich einfach gemerkt habe, es nützt nichts, wenn du diese ganze Online-Tools und Methodik beherrschst, aber wenn du irgendwann mal nicht mehr deine Selbstständigkeit weiterführen kannst, weil du es nicht gelernt hast, Kunden regelmäßig reinzubringen. Und das ist mir so eine Herzensangelegenheit geworden, dass ich eben in diesen neuen Weg gehen möchte. Damit gibst du deinen Klienten wirklich Sicherheit, dass sie auf beiden Ebenen ihr Geschäft betreiben können. Ja. Und auch diese Sorge nimmst du ihnen, nehme ich an, in die Kaltakquise zu gehen. Das ist ja immer der allergrößte Albtraum. In die kalte Quise zu gehen. Oh je. Also wie meinst du mit der kalten Quise für die Coaches? Coaches haben oft das Gefühl, sie müssten sich verkaufen und Ja. das wollen sie aber gar nicht, weil also ich kenne wirklich viele, die top qualifiziert sind, die Spezialisierungen haben und, aber die Problematik ist, dass sie gefunden werden, weil sie halt noch nicht etabliert genug sind oder nicht das richtige, in dem Fall auch digitale Marketing betreiben. Ja. Und wenn du ihnen aber zeigst, dass es sowohl on- und offline Einkommensquellen gibt, dann kriegen sie deine Sicherheit. Genau, das ist so. Und was sie auch vor allem lernen sollen, ist, dass Marketing ein Teil von ihrer Coaching-Arbeit ist. Und dass es gar nicht zu trennen ist von dem, was sie auch sonst tun. Und wenn sie das checken, dass es gar nicht geht darum, sich selber groß zu ja, imponieren oder was sagt man, exponieren auf dem Markt, sondern es geht darum, dabei ihre Expertise mit den potenziellen Wunschkunden zu teilen, schon im Voraus. Und dass das ein liebevolles und authentischer Prozess sein kann, dann können sie, ja, dann brauchen sie gar keine Angst mehr von dem Marketing haben. Und in Bezug auf diese Verkaufssituation, also ich muss mich verkaufen, auch dort gibt es Dinge, die sie einfach lernen müssen. Sie müssen lernen, dass eigentlich ist Akquise oder ein Verkaufsprozess lediglich das, dass man zusammenkommt, um herauszufinden, ob das für beide Seiten, für das Problem, was vorhanden ist, die Lösung da ist. Und ob beide Ob Seiten, man wirklich weiterhelfen kann. ja, ob man wirklich weiterhelfen kann. Und ob man einen riesen Genuss dabei hat, diesen Menschen auf seinem Weg zu begleiten oder diese Firma oder dieses Team. Und Und derjenige auch wirklich seine Ergebnisse erreicht. absolut. Und das ist das Einzige, worum es geht. Also verkaufen ist nun mal das, ja. Aber das muss man erstmal verstehen. Danke.
Wenn du jetzt einer Beraterin, die sich gerade auf den Weg gemacht hat, ihr Business aufzubauen, einen Rat geben könntest, was wäre das, was du ihr mit auf den Weg gibst? Was würde ich auf den Weg geben? Also, vielleicht am allerwichtigsten. Also, es ist sehr wichtig natürlich, dass du dich beschäftigst mit deinem Business und dass du darüber lernst, ein Geschäftsfrau oder Geschäftsmann zu sein, weil das musst du sein, um auf dem Markt zu bestehen, und das ist wichtig. Auf der anderen Seite, wie du sagtest, also es gibt da draußen so viel Ablenkungsmöglichkeiten, so viel Rat und Strategien und Vorschläge, also wie man seinen Blog aufbaut, wie man in Sing-Marketing macht, wie man whatever die ganze Zeit. Und das ist alles gut und wichtig. Nur wichtig, noch wichtiger ist, bei jedem neuen Learning, egal ob du das bekommst im Netz oder von einem Coach direkt, der immer wichtigste Prüfstand ist, das zu nehmen, was man gehört hat, und jedes Mal in sich selber zu gehen. Also ich glaube daran sehr stark, dass jeder von uns eine innere Weisheit besitzt, der eigene Business-Experte. Und Ja. er oder sie, was auch immer das für, oder es für dich ist, hat bereits viele Antworten auf die Fragen, die du hast. Und das, was wir leider vergessen, ist, wir vergessen darauf zu hören. Wir kommen in so einem Buzz, wir versuchen unsere Ziele zu erreichen, wir versuchen alle Strategien umzusetzen, die uns allen sagen. Und wir verlieren vollkommen unsere Verbindung mit dieser inneren Stimme. Und wir tun Dinge teilweise, die sich nicht gut anfühlen, oder wir schalten komplett ab. Deswegen mein größter Rat wäre: Finde Zeit, immer für dich in deine Selbstständigkeit zur Ruhe zu kommen, dich hinzusetzen, deine Gedanken zu stillen und in dein Herz zu gehen und dich zu fragen: Okay, egal was gerade bei mir los ist, was ist wirklich wichtig, und was ist wirklich der nächste Schritt? Und du wirst die Antwort bei dir finden. Das ist wichtig. Und noch, darf ich noch einen Tipp auf den Weg geben? Okay. Das merke ich sowohl bei mir wie auch bei meinen Kunden und Klienten. Der größte Fehler, den ich sehe, die viele machen in ihrer Selbstständigkeit, oder einer der größten, ist dieses Thema Vergleichen. Wir leben in einer Welt, wo jeder darüber berichtet, in jeglichen Medien, von Twitter, Facebook und wo, was weiß ich, was er oder sie gerade macht, welche Kunden er oder sie gerade geheuert hat, oder welche Listenzuwachs es gab, oder Welche Erfolge er feiert, ja. Welche Erfolge. Ja. Und ich finde das super und großartig. Nur schwimme bitte, bitte, bitte in deine Bahn. Schwimme in deine Bahn. Und während du deinen Schlag machst, guck nicht nach links und rechts, weil wenn du dich vergleichst mit anderen, kann nur das Ergebnis sein, dass du dich zu wenig genug findest und dass du dich selbst sabotierst. Genau. Ich sage das Gebet jeden Morgen. Ich bin spirituell, und Ja. ich sage dem lieben Gott: Bitte hilf mir, mich zu sehen, nicht wie die Welt mich sieht, sondern wie du mich siehst. Und das ist einfach mein Maßstab. Also Gott sieht mich in meine volle Brillanz, in meine Perfektion, und ich bin mehr als genug. Und ja, du bist mehr als genug, wer auch immer zuhört gerade. Ja, das ist ein sehr schöner, weiser Rat, ja. Ja. Auf die innere Stimme zu hören, sich selbst zu vertrauen und alles andere ausblenden, weil Ja. nur dann ist die innere Stimme und diese Leidenschaft hörbar. Und dann Genau. ist auch Zeit für frische Gedanken, für keine Absolut. beeinflussten, von außen kommenden. Ja, so ist Ja. das. So ist das. Shelia, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Ja. Riesenvergnügen. Mir auch. Ich danke dir und vielleicht sagst du noch kurz deine Internetadresse, wo dich die Leser, Hörer erreichen können Genau. und wie sie mit dir in Kontakt treten können. Ja, sehr gerne. Also, ihr findet mich auf meiner Webseite shelliastevens.com. Dort findest du kostenfreie Ressourcen und Informationen wie Videos. Und wenn du mein kostenfreies Geschenk, meine Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Training und Beratung herunterladest, oder meinen neuen Spickzettel für 7 Schritten zu systematischen Kundengewinnung online, wirst du automatisch auch mit aufgenommen in meine Liste, wo du Strategien und Tipps erhältst von mir regelmäßig zu diesen Themen.
Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön, Katharina. Sehr schön, mit dir zu sprechen. Ciao. Ciao.